Gestern waren hier noch 10 Kühe. Hier ist 30. Oh. Die Skalarwellendichte ist sicherlich angestiegen. Das muss ich gleich mal nachmessen. Die Vögel meiden das Gebiet, siehst du? Sillet, atmosphärischer Seismologe. Hi, ich bin übrigens Janika, Sternzeichen Widder. Murphy, Murphy Hunter. Aszendent Schlangenträgerin. Und du? Nennt mich einfach Bob. Wo darf's denn hingehen, Bob? Das ist der Weg. Ich sage euch schon, wenn ich raus muss. Fahr erst mal weiter. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, Bob? Ich nämlich nicht. Meine Mutter hält mich für verrückt. Glaubst du an Außerirdische? Wir kommen im Frieden. Haha, deinen Optimismus hätte ich gern. Frieden? Erzähl das mal den Kühen. Nicht nur Kühe verschwinden. Auch die Sterne werden immer weniger. Glasklarer Nachthimmel und nichts zu sehen. Der Gürtel des Orion hängt auch schon lose. Das ist schon verdächtig. Aber wir werden die Ersten sein, die die Neuankömmlinge heute Nacht abfangen werden. Neuankömmlinge? Was willst du hören? Schalt mal auf 675 MHz. Kurde Balance! Hey Murphy, schalt mal einen Gang runter. Fuck! Wir fahren nicht mehr. Ein elektromagnetischer EMP-Puls hat uns lahmgelegt. Wenn wir es doch irgendwann bis 53 Alpha schaffen sollten, dann ist die Batterie längst leer, so wie du mit dem Ding umgehst. Schau doch lieber, dass du das Auto wieder in Gang gesetzt kriegst. Warte, ich glaube, ich hab was. Du hast die Kamera kaputt gemacht. Quatsch mit Soße. Solche Störungen können nur eins bedeuten. Eine enorme Skalarwellendichte. Das heißt, hier werden sie sich zeigen. Bist du dir sicher? Nein, ich sag das nur so. Natürlich bin ich mir sicher. Hey, tut mir leid, dass du damit reingezogen wurdest. Ich hoffe, du kommst nicht zu spät, wo auch immer du hin willst. Ich hab's nicht eilig. Sillet hat diese Wellen gefunden. Ich sag, wir legen uns jetzt hier auf die Lauer. Sternchensuppe oder Napoli? Hauptsache ohne Quecksilber. Ich hole schon mal den Radioexmitter. Das ist mein Baby. Tu ihm ja nichts. Ich kenne mich mit Autos aus. So, jetzt können die Bastarde kommen.
traue diesem Bob nicht. Der hat mir doch das Auto in die Luft. Meinst du, er ist schuld daran, dass wir liegen geblieben sind? Ich glaube nicht, dass er ist, wer er sagt. Bob ist ein Alien? Wohl am falschen Ende gespart. Ab Baujahr 2010 hat die Regierung Filter in die Kameras eingebaut. Damit ist es unmöglich, Extraterrestrialen anzufangen. Muss man wissen. Celeste, auf ein Wort. Wir glauben, dass er ein Alien ist. Cool. Warte, nein. Ich habe ihm all unsere Geheimnisse anvertraut. Fuck! Was machen wir denn jetzt? Als erstes müssen wir seine Tarnung neutralisieren. Schön hier auf der Erde, nicht? So gerne mal die fehlenden Sterne des Orion von da. Ich glaube, euer Fluxkompensator ist kaputt. Es hat Schutzschild aufgebaut. Verdammt, wir wissen, dass du ein Alien bist. Was hast du mit der Schnalle des Orion angestellt? Wenn ich ein Alien bin, wer ist denn der da? Hypnosestrahl. Ihr seid alle für 30 Sekunden lang gelähmt. Ha! Ich bin mir sicher, er war ein Alien.